heute Vormittag jetzt. Erstmal einen schönen guten Morgen. Ich sehe, die meisten sind wiedergekommen, die gestern hier waren. Einige neue sind gekommen. Wir hatten uns heute Morgen ja aufgeteilt in drei Gruppen, da die Herausforderung ist etwas euphemistisch, so wie im Programm angekündigt, bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben. Also die Herausforderungen, mit denen man zu tun hat, wenn man, wenn es darum geht, das kulturelle Erbe ins Netz zu bringen, sind so vielfältig, dass man die nicht in einem Block einfach abhandeln kann. Wir haben uns aufgeteilt und ich denke, es ist jetzt gut, damit alle ein bisschen den Überblick darüber haben, was in den einzelnen Themenschwerpunkten behandelt wurde, wenn die jeweiligen Leiter dieser Themenschwerpunkte das vorstellen. Ich fange an. Zu meiner Rechten sitzt Till Kreuzer, vielen hier bekannt aus zahlreichen Veranstaltungen, die wir hier auch schon hatten. Rechtsanwalt bei IEE, Gründungsmitglied von iRights, dem Internet-Informationsportal für die digitale Welt. Und außerdem noch jetzt persönliches Mitglied der UNESCO-Kommission. Till, wie war's bei euch? Wahrscheinlich anders als in den anderen Tracks, weil es war eben keine Podiumsdiskussion, sondern mehr so eine Art Workshop in einem sehr skurrilen Raum in der Staatsbibliothek. Sehr Closed-Source-Anmutung, aber ganz interessant dabei. Also es war ein richtiger Hörsaal. Worum ging es? Es ging halt um rechtliche Herausforderungen bei der Erfüllung des öffentlichen Auftrags, kulturelles Erbe zu bewahren und verfügbar zu machen, nutzbar zu machen. Und ich habe präsentiert und drei verschiedene Themenschwerpunkte vorgestellt. Der erste war die allgemeinen urheberrechtlichen Regelungen zu Archiven, Museen, Bibliotheken, also den Befugnissen von Gedächtnisorganisationen in Bezug auf die Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials, also zum Beispiel was Langzeitarchivierung anbelangt und was auch insbesondere die Nutzbarmachung von archivierten oder in Sammlungen befindlichen Werkstücken, die noch geschützt sind, über das Internet anbelangt. Ich habe zunächst mal so die globale Frage gestellt, eine Umfrage gemacht sozusagen, ob man denn Museen, Archive, Bibliotheken überhaupt noch braucht, wenn man doch Apple hat, Google hat und diverse andere Anbieter, die ja im Moment sehr stark im Netz die Archivierungsfunktion erfüllen und die Umfrage ist mit 100% Stimmen zugunsten der Gedächtnisorganisationen ausgegangen, meine einschließlich. Immerhin hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber wenn man das so sieht, dann stellt sich natürlich die Frage, wie diese Aufgabe erledigt werden kann. Das hat sehr viele Bezüge natürlich, technischer Art, administrativer Art, was Finanzen angeht und so weiter. Es hat aber auch sehr viel mit Recht zu tun. Und habe dann kurz skizziert, was man nach geltendem deutschen Urheberrecht so denn alles nicht darf. Und das ist im Prinzip alles, was man nicht darf. Es sei denn, man einigt sich mit dem jeweiligen Rechteinhaber und schließt einen Vertrag und holt Lizenzen ein. Zum Beispiel darf man archivieren, digitale Archivkopien nur machen, wenn man ein eigenes Original hat. Was natürlich die Frage aufwirft, was ist ein Original, wenn die Sachen im Internet publiziert wurden und so weiter. Web-Harvesting-Mechanismen, all diese Dinge sind nach Urheberrecht geltender Form illegal, wenn man nicht die Rechte einholt, und das Projekt möchte ich sehen, was Webharvesting auf Basis von Lizenzverträgen durchführt. Also es dürfte wohl unmöglich sein. Und umso schlimmer ist es im Vermittlungsbereich. Meine These ist ja, die ich auch schon seit Jahren immer wieder kundtue, Archivierung ist kein Selbstzweck, denn archivierte Güter, die nicht nutzbar gemacht werden können, dienen niemandem, dienen keinem Zweck. Der reine Erhalt ist nur dann sinnvoll, oder der Erhalt ist nur dann sinnvoll, wenn man auch wieder nutzbar machen kann und Zugriff ermöglichen kann auf diese kulturellen Werke, Inhalte. Und gerade in diesem Bereich, gerade was online angeht, sind die rechtlichen Möglichkeiten quasi gleich null.
Und das ist natürlich ein Problem. Da stellt sich nachher die Frage, wie sollen die Gedächtnisorganisationen mitspielen im Internetzeitalter, um eben ihrem öffentlichen Auftrag auch in Zukunft gerecht werden zu können. Der zweite Punkt waren verwaiste Werke. Das kann ich kurz machen. Es gibt im Moment diverse Gesetzesinitiativen, um das Problem der verwaisten Werke zu lösen. Ich glaube, ich muss nicht erklären, worum es dabei geht. Das wissen Sie im Zweifel alle. Auf EU-Ebene wurde eine Richtlinie vorgeschlagen, die jetzt besprochen wird. Und von deutschen Parteien, Oppositionsparteien, wurden Vorschläge vorgelegt für eine Lösung des Problems der verwaisten, teilweise auch des Problems der vergriffenen Werke. Resümierend kann man dazu sagen, die sind alle noch nicht optimal. Es muss bei dieser Regelung, bei einer solchen Regelung darum gehen, die Hürden möglichst niedrig zu halten, ohne dabei eben irgendwie gegen Grundrechte zu verstoßen. Und das setzt zwingend voraus, erstens, dass der Gesetzgeber sich nicht aus der Verantwortung stiehlt und irgendwie so eine Art Rahmenregelung macht und sagt, ja, verwaiste Werke nutzen ist erlaubt, wenn man gut darauf achtet, dass es verwaiste Werke sind oder sowas, dann weiß nämlich wieder niemand, was man machen muss, sondern dass halt klare Definitionen gefunden werden für was darf man nutzen, wer darf nutzen, wie darf man nutzen, was ist eine standardisierte Suche, wie wird sie dokumentiert und so weiter und so fort, ohne das wird es nicht gehen. Und im dritten Teil ging es dann, also ich habe zwei Teile unterschieden in diesem Workshop. Der erste Teil war Gedächtnisorganisationen aus Nutzerperspektive, Gedächtnisorganisationen als Opfer. Und den zweiten Teil habe ich beschrieben als Anbieterperspektive, Gedächtnisorganisationen als Täter. Und zwar nicht in Bezug auf Verstöße gegen die Rechte Dritter, sondern in Bezug auf ein mir sich darstellendes, zunehmendes proprietäres Verhalten, wenn es um eigene Inhalte geht, die in ganz vielen Fällen gar nicht geschützt sind. Konkret geht es dabei insbesondere um Open-Data-Prinzipien bei Metadaten oder um Digitalisate von gemeinfreien Werken. Ich habe das rechtlich analysiert kurz und habe gesagt, also Daten, Fakten, Informationen sind rechtlich nicht geschützt, genauso wenig wie, sagen wir mal, elektronisch erzeugte Kopien von analogem Material, Digitalisate, wenn das Vorbild eben schon gemeinfrei war. Es entsteht kein neues Recht nur dadurch, dass es jemand scannt. Genauso wenig ein Recht entsteht an dem Datum, an dem Faktum, einem bibliografischen Datum beispielsweise, dass jemand einen großen Aufwand hat, um das eben zu erfassen oder irgendwo in der Datenbank abzulegen. Das Urheberrecht ist kein Investitionsschutzrecht. Ja, es gibt das Datenbankherstellerrecht, das ein Investitionsschutzrecht ist, aber das ist ein anderes Recht und es bezieht sich niemals auf das einzelne Datum und es hat auch ganz andere Anforderungen. Mein Resümee war einfach, ich halte es für absolut ungerechtfertigt, wenn Gedächtnisorganisationen mit Steuergeldern große Projekte machen und dabei gemeinfreie Inhalte erzeugen, dann aber wieder versuchen, diese gemeinfreien Inhalte durch vertragliche Bestimmungen beispielsweise unfrei zu machen, indem sie zum Beispiel ausschließen, dass die Sachen kommerziell genutzt werden. Ich sehe dafür überhaupt keine Veranlassung. Auch Unternehmen zahlen Steuern und Daten, die zugänglich gemacht werden, ganz gleich von wem und zu welchem Zweck für jedermann, sind immer gut. Es liegt also in einem allgemeinen Interesse, dass sowas auch passiert. Und wir haben über viele dieser Punkte diskutiert. Da gibt es natürlich viele Facetten, die ich jetzt in der Kürze nicht darstellen kann. Aber das war so das Credo. Ja, das war viel. Vielen Dank. Und ich denke auch so relevant für viele von uns, dass ich jetzt entgegen meines ursprünglichen Plans nicht sofort weitergehen will, sondern zumindest eine Nachfrage erlauben darf, weil ich denke, vielleicht brennt dem einen oder anderen doch hier nach was auf den Nägeln, was er erst fragen will. Ja. Ich war vorhin auch in der Gruppe dabei, aber eine Nachfrage noch zu den verwaisten Werken. Hinsichtlich der verwaisten Werke, da ist ja das Problem meines Wissens, also dass in diesen Gesetzesvorlagen und so weiter nur die Rede ist von gedruckten Werken. Also alles, was handschriftlich ist, was Fotos sind, ist da ausgenommen. Und das ist für uns als Archiv irgendwie ein Riesenproblem, weil dadurch alles wieder rausfällt. Gibt es da, ist Ihnen da was bekannt? Gibt es da schon Regelungsvorstellungen? Das wäre noch spannend. Also es gibt unterschiedliche Vorschläge, wie gesagt. Die EU-Richtlinie, der Entwurf der EU-Richtlinie beschränkt
das Ganze auf bestimmte Arten von Werken. Das ist nicht nur Print, sondern sind auch audiovisuelle Geschichten. Da sind aber sehr starke Bezüge drin, zum Beispiel auf Dinge, die in den Archiven öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten liegen und sowas. Bei den Entwürfen aus den deutschen Parteien wird zum Teil keine Unterscheidung hinsichtlich der Art des Vorbilds gemacht. Und ich halte es auch für absoluten Unsinn, hinsichtlich der Vorlage zu differenzieren. Warum? Ja, also mein Tenor war ja, verwaiste Werke nutzbar zu machen durch Regelungen, gesetzliche Regelungen, die das ermöglichen, führt zu einer Win-Win-Situation. Es hat niemand etwas davon, wenn Kulturgut nicht verfügbar ist. Ja, das heißt, es gibt im Prinzip keinen Interessenwiderspruch, anders als bei anderen urheberrechtlichen Auseinandersetzungen müssten sich hier alle einig sein. Und wenn das so ist, dann erstreckt sich das, ist das völlig, diese Erkenntnis völlig unabhängig davon, ob es nun Bücher sind oder ob es Musik ist oder ob es Filme ist, sind oder so etwas. Und ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, dass in diesen Abstimmungsprozessen, die jetzt zum Beispiel auf EU-Ebene stattfinden werden, dann auch noch diese Erkenntnis durchsickert und, sagen wir mal, die Vernunft letztlich siegt, das bessere Argument siegt, was da heißt, keine Beschränkung auf bestimmte Arten von Werken, keine Beschränkung auf bestimmte Nutzergruppen, keine Beschränkung auf kommerzielle und oder nicht kommerzielle Nutzungszwecke, keine Beschränkung auf Print, Digital, Vorführung, Aufführung, was weiß ich, sondern eben Erlaubnis, verwaiste Werke ganz gleich in welcher Form, ganz gleich durch wen und ganz gleich zu welchem Zweck eben nutzbar zu machen. Aber bei Manuskripten wird häufig die Erstveröffentlichung fehlen. Denn das ist ja das Problem der Archive. Ist aber auch ein schwieriges Problem, gesetzlich in den Griff zu bekommen. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, bin bei einer kursorischen Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, das auf unveröffentlichte Werke zu erstrecken. Wenn man das nämlich pauschal machen würde, dann könnte ich jetzt auch anfangen, bei meinem möglicherweise vor einem Jahr verstorbenen Nachbarn, der Schriftsteller war, das ist jetzt eine fiktive Geschichte, aber sie verdeutlicht, was ich meine, in den Schubladen rumzuwühlen und nach seinen Tagebüchern zu suchen und die dann zu veröffentlichen als verwaistes Werk oder dergleichen. Das ist schon schwierig. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, das auf veröffentlichte Werke zu beschränken, weil das in der Praxis erhebliche Probleme aufwirft, jedenfalls in Bezug auf bestimmte Arten von Werken. Aber vielleicht findet sich eine Definition von Veröffentlichung, die anders ist als die bisherige Definition im Urheberrecht, wo man sagen kann, also wenn das Ding schon in einem Archiv gelandet ist beispielsweise, dann wurde es schon aus der privaten Sphäre des Autoren entlassen sozusagen und ist damit der Öffentlichkeit mehr oder weniger zugänglich gemacht worden und vielleicht kommt man so auf diese Art und Weise da drumherum um dieses Problem. Aber wirklich gänzlich unveröffentlichte Werke in jedem Fall zur Veröffentlichung freizugeben, das würde wahrscheinlich an verfassungsrechtlichen, persönlichkeitsrechtlichen und urheberpersönlichkeitsrechtlichen Grundsätzen scheitern. Gut, vielen Dank. Ich gehe gleich weiter zu Jürgen Kuiper, der uns jetzt erzählen wird, was es denn für Mentalitäten sind, die gegen Veränderungsprozesse, gegen Digitalisierung von Kulturgut manchmal stehen. Ja, beziehungsweise wir haben dann im Nachklang zu unserer Veranstaltung auch festgestellt, dass es letztlich gar nicht so sehr Mentalitäten sind oder dass es auch Mentalitäten sind, die dem entgegenstehen, aber dass noch ganz viele andere Dinge auf einer psychologischen Ebene hinzukommen, die diesen Prozessen halt entgegenstehen. Hinter- oder Ausgangspunkt für diese Fragestellung und letztlich auch für dieses Panel war die Tatsache, dass natürlich die Gedächtnisorganisationen mit dem Problem konfrontiert sind, dass sie einerseits so mit den Ansprüchen der Dienstleistungsgesellschaft 70er, 80er Jahre und andererseits ganz stark natürlich durch diesen rasanten Wechsel von Informationstechnologien gezwungen wurden, auch intern neue Modelle von Wissensorganisation, aber auch neue Funktionen für Mitarbeiter zu definieren. Wir hatten eingeladen Pascal Meyer, selbst Juristin und Organisationsberaterin, und sie hat uns einen Einblick gegeben in die Praxis von Organisationsberatung und hat nochmal sehr schön, fand ich, verschiedene Strukturen oder auch Klassifikationen von Organisationsberatung deutlich gemacht. Also für mich
Ich versuche jetzt einfach mal die wichtigsten rauszugreifen. Für mich am wichtigsten war auch nochmal so eine Klassifikation von Organisationen in regelorientierte Organisationen. Das sind zum Beispiel öffentliche Institutionen, Behörden, wertorientierte Organisationen. Das wären zum Beispiel NGOs, also Organisationen, die ihr Handeln sehr stark an moralisch-ethischen Kategorien orientieren. Und zielorientierte Institutionen, denen es vor allen Dingen auch um das Ergebnis geht, das sind natürlich klassischerweise kommerzielle Institutionen. Und je nach Organisationstyp unterscheidet sich natürlich auch das Herangehen und die Herangehensweise für eine Organisationsberatung und auch für die Umsetzung oder auch Implementierung von Kommunikationsmechanismen, Kommunikationsstrukturen. Interessant fand ich, dass sie auch gesagt hat, dass es besonders wichtig sei, eben nicht nur, also ein Fehler, den viele Firmen oder Leitungen halt oft übernehmen, die halt sagen, bei Veränderungen, dass man sagt, okay, wir haben uns überlegt, dass es auch sinnvoll wäre, das und das jetzt umzusetzen und das macht auch aus den und den Gründen Sinn. Sehen Sie das nicht auch so? Dass man auf dieser rationalen Ebene sicher schön argumentieren kann, dass das aber überhaupt nichts daran ändert, dass die Mitarbeiter nicht emotional in so einen Prozess eingebunden sind und auch mitgenommen werden. Das heißt, es ist also wichtig, sowohl so eine emotionale Ebene zu berücksichtigen, als natürlich auch ein Verständlichmachen der Ziele. Eine zweite Sache, die ich sehr interessant fand, sie hat aus ihrer Erfahrung berichtet, sagte, dass Veränderungsprozesse ohne Widerstand letztlich eigentlich dazu führen müssen, an dem Veränderungsprozess zu zweifeln, weil alle Veränderungsprozesse mit Widerstand verbunden sind. Das kriegt man nicht ohne. Das heißt, das hat natürlich auch was mit dieser Struktur von Veränderungen zu tun und wie Institutionen darauf reagieren. Widerstände implizieren oder gehen natürlich davon aus, weil tradierte Routinen verloren gehen, Stabilität geht verloren, es gibt auch oft eine Orientierungslosigkeit, eine Unsicherheit über die konkreten Ziele und letztlich natürlich auch oft eine Infragestellung der Identität der entsprechenden Rollen, die man halt in so einem etablierten System auch hatte. Wir hatten dann nochmal den Punkt angesprochen, dass bei aller Kommunikation oder auch bei aller Begleitung von Change Management, wie das so hässlich heißt, letztlich natürlich auch ein Change Management nicht darüber hinweg trösten kann, dass auch organisatorische Veränderungen real mit Verlusten zu tun haben. Das heißt, es gibt natürlich auch reale Interessensgegensätze auf der Ebene der Mitarbeiter, hin zur Geschäftsführung, wie auch immer. Das wird man auch durch alle Kommunikation nicht beseitigen können, aber man kann natürlich über die Perspektiven reden, man kann natürlich auch herausfinden, wie man trotz dieser notwendigen Reorganisation oder Veränderung eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten findet. Ein zweiter Punkt war Frau Fromm von der Bibliotheken oder von der Pädagogischen Bibliothek von der FU, hatte ein bisschen aus ihrer Perspektive erzählt, weil sie auch selbst beteiligt war an der Umsetzung von Innovation, von Veränderungen im Bibliotheksprozess. Und da war für mich besonders interessant zu sehen, dass man doch oft konfrontiert ist, auch mit einem Verhalten, das, oder sie hat es vor allen Dingen nochmal stark gemacht, dass die Ausbildung, die sie vor 20 Jahren oder so genossen hat, eigentlich nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie heute tut. Und das ist verallgemeinerbar. Das heißt, es betrifft ganz viele Bereiche in den Bibliotheken. Es gab einerseits sozusagen ein Upgrading der Verantwortlichkeiten und ein Downgrading der Besoldungsstufen. Ich glaube, das kann man so sagen. Das heißt, Studenten sollten plötzlich verantwortungsvollere Tätigkeiten übernehmen. Umgekehrt wurden auch plötzlich einfacher oder weniger Geld für komplexe Tätigkeiten verlangt. Letztlich bedeutet das, also dieser Druck, vor allen Dingen jetzt von den Technologien, dass ein lebenslanges Lernen notwendig ist, also auch alles, was dazugehört, also Etablierung von Fortbildung, das ist sozusagen Teil von regelmäßigen Prozessen. Und es muss natürlich auch eine Transparenz geben über diese ganzen Prozesse von
Veränderungen, es müssen die Ziele definiert werden, es sollten Etappen definiert werden, möglichst auch kleinteilige Etappen definiert werden, damit auch Erfolgserlebnisse sichtbar sind. Und genau, Frau Meyer sagte auch nochmal, ganz wichtig sei die kulturelle Verankerung dieses Prozesses. Das heißt, es nützt nichts, wenn man diese Ziele auch im Kopf begriffen hat, sondern sie müssen auch wirklich habitualisiert werden, in diesen alltäglichen Denk- und Handelsweisen auch integriert sein. Also die Seite der Person, der Akteure ist ein Bereich, und dann haben wir natürlich noch diesen symbolischen Bereich der Bibliothek als Raum. Da hat Bibliothek oder auch Archiv sich ja immer sehr autoritär, sehr, sehr abwehrend verhalten gegenüber Nutzern. Und Fanser von der ZLB hat uns eine wunderschöne Präsentation von verschiedenen Fotos gezeigt, wie sich einfach auch Architektur oder auch die Innenraumgestaltung, die Funktionalisierung von Räumen in der Bibliothek verändert hat. Das betrifft insbesondere das Verhältnis zwischen Nutzungsräumen und Aufbewahrungsräumen, aber auch diesen Bereich der Medienlieferung, um sozusagen die wichtigsten Bereiche zu kennzeichnen. Und da ist halt erstaunlich, dass, zumindest sagt Herr Fanser, dass der klassische Lesesaal eigentlich in neueren Konzeptionen tot sei oder zumindest in der Bedeutung ganz stark zurückgeht. An die Stelle treten vermischte Konzepte oder sehr viel heterogene Konzepte, die eben nicht nur das klassische, isolierte, einsame Lesen in den Vordergrund stellen, sondern auch andere Tätigkeiten zulassen, auch mal Kommunikation zulassen, auch zulassen, dass man insbesondere sich die Räume selbst gestalten kann als Nutzer. Das heißt, zum Teil hat man dann Tische oder auch Stühle auf Rollen, die kann man zusammenschieben, wenn man mit Kollegen zusammenarbeiten will. Und dieses Konzept dieser neuartigen Raumkonzeption, auch dieser selbstbestimmten Raumkonzeption seitens des Nutzers, fand ich so eine völlig neue Perspektive, die auch ganz weit weg ist von diesem klassischen Bibliotheksbegriff. Dazu zählt wohl auch zumindest partiell die Aufhebung von so ein paar Dogmen, also dass man in der Bibliothek nichts essen darf und nichts trinken darf. Auch das ist wohl zunehmend in Frage gestellt. Stimmt das so, oder? Das ist sicherlich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Mhm. Wo die Niederländer und die Skandinavier schon sehr weit sind, viel unterwegs war, da sind wir noch nicht überall so weit. Und man muss sicher auch noch differenzieren zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken, zwischen Hochschulbibliotheken und Spezialbibliotheken. Aber das sind so Trends. Okay, also es bedarf der gezielten Grenzüberschreitung, um das auch zu etablieren. Okay, ja, das war bei uns, glaube ich, so die wichtigste Quintessenz. Gibt es da eine konkrete Nachfrage jetzt noch zu diesem Block? Eine lasse ich zu. Denn sonst wird es für Frank von Hagel immer schwieriger, weil er ist der Letzte vor der Mittagspause, der Letzte, der uns vom Essen trennt. Und er wird uns etwas berichten, was wahrscheinlich auch nur er so zusammenfassen kann. Denn schließlich müssen es wir alle verstehen, obwohl die Sprache, die gebraucht wird, wenn es um technische Herausforderungen geht, ja nicht immer so ist, dass es alle verstehen. Er wird das schaffen. Er kommt vom Institut für Museumsforschung und hat eine solche Vielzahl von Projekten im Bereich Digitalisierung und Netz schon mitverantwortet bzw. mitgestaltet, also das BAM-Portal, Nestor, Minerva, Athena, Astor, SPK Digital, um nur einige zu nennen. Er wird es schaffen, uns das zu vermitteln, was die Techniker besprochen haben. Oh Gott. Jetzt ist eine schwere Bürde. Unser erster Vorteil war, dass wir uns um rechtliche Aspekte gar nicht gekümmert haben. Es ging eigentlich ausschließlich um Langzeitarchivierung in verschiedenen Etappen, wo sich nicht gegenüber, aber wo zwei Konzepte vorgestellt wurden. Zum einen zentrale Systeme eines digitalen Archives, in dem auch von Herrn Robert Hauser vorgestellt,
das Kompetenzzentrum für kulturelle Überlieferung, Digital Karlsruhe in Gründung, vorgestellt wurde, wo er ja, dieses Kompetenzzentrum vorstellte und vor allen Dingen erläuterte den umfangreichen Notwendigkeiten, die bei einer zentralen Datensicherung und auch eine Datensicherung, die im Service für andere Einrichtungen stattfindet, welche Arbeiten dort notwendig sind und vor allen Dingen es nicht nur um die digitalen Daten geht. Es geht nicht nur um die JPEG-Datei, es geht nicht nur um die Messreihe aus einem Forschungsprojekt, sei es jetzt Meeresbiologie, die dort irgendwelche Tiefenmessungen gemacht haben. Die Zahlen an sich, das digitale Objekt an sich, ist überhaupt nichts, was, naja, ist eigentlich nicht das Entscheidende oder nicht das ausschließlich alleine zu Speichernde, sondern es geht bei der Speicherung auch um die Kontextualisierung dessen, was man da gesichert hat. Und da wurde dann im nächsten Schritt zum Beispiel von Jürgen Engel, aber auch von Herrn Rasum deutlich gemacht, dass dieses gerade in den Zeiten des jetzt eigentlich schon stattgefundenen Umbruchs auch von analog auf digital, wo die Museen, Bibliotheken, Archive ja noch ein bisschen hinterherhinken, wir sind ja noch dabei, praktisch die Strukturen umzustellen. Also ich kann zumindest von den Museen sagen, wir haben unsere Dokumentation natürlich auf elektronische Dokumentation umgestellt, aber wir haben noch längst nicht alles drin. Und der Privatpersonen sind wahrscheinlich schon viel weiter, denn wer hat heute noch eine Analogfotokamera? Machen alle schon Digitales. Was aber der entscheidende Punkt ist, ist, dass wir die Speicherung im Kontext sehen müssen. Die Sicherung unserer Daten müssen wir im Kontext sehen dazu, warum, wer hat es gemacht, in welchem Rahmen wurde zum Beispiel ein Werk erstellt. Und dieses wird komplexer, je komplexer das digitale Objekt wird. Eine ganze Reihe von Künstlern arbeiten nur noch auf digitaler Schiene. Diese Daten zu speichern, dieses digitale, elektronisch generierte Kunstwerk zu speichern, ist ein Mammutvorhaben, wo es halt auch keine analoge Grundlage mehr gibt, auf die man zurückgreifen kann, um das dann nachzuvollziehen. Das heißt, es muss versucht werden, möglichst schnell den Arbeitsprozess, in dem der Künstler zum Beispiel seine Videoinstallation erzeugt hat, nachzuvollziehen. Was sind seine Beweggründe gewesen? Wie hat das gemacht? Welche Arbeitsprozesse sind da von Bedeutung gewesen. Gerade bei den Born Digitals oder auch, das ist dann der mehr technische Aspekt bei sehr komplexen Datenbanksystemen, ist diese Kontextualisierung von sehr großer Bedeutung und sehr, sehr aufwendig. Während wir bei der nachträglichen Kontextualisierung der des Zusammenbringens von Zusammenhänge von Objekten, die wir als digitale Objekte ins Netz stellen, wo wir reale Objekte vor uns haben, ebenfalls das in Zusammenhänge bringen von natürlich schon erfolgt ist. Unsere Objekte, unsere Karteikarten, unsere Findbücher, die wir noch nach der traditionellen Art und Weise geführt haben, stehen ja in einem Kontext. Da steht viel Forschungsarbeit, Erschließungsarbeit drin. Wir müssen halt bei der Archivierung dieser Informationen immer diese Informationen mitdenken. Und jetzt entsteht quasi entsteht ein neuer Arbeitsschritt oder es entsteht eine Situation, dass wir für uns gültige, eindeutige Informationen in unseren Institutionen haben. Der Künstler XY ist in unseren Karteikarten, in unseren lokalen Sprachsystemen eindeutig identifiziert. Sobald wir jetzt diese Informationen weitergeben, weiter streuen, kommen wir zu der Situation, dass diese Informationen zumindest aus technischer Sicht nicht mehr eindeutig sind. Also da müssen wir wahrscheinlich unsere bereits vorhandenen Metadaten, und da fällt dann wieder das Stichwort,
und unsere vorhandenen Standards noch nacharbeiten, wenn wir diese Informationen auf lange Sicht, und bei langer Sicht reden wir ja aus dem Sinne der Gedächtnisorganisation von, sagen wir, 50 Jahre plus, unseren Nachfolgern auch noch diese Informationen verständlich machen müssen. Und mit Karteikarten ging es noch, und solange wir nur in unserem eigenen Hause arbeiten, funktioniert das auch noch. Aber sobald wir es in elektronische Archive geben, wo mehrere Ressourcen verwaltet werden, müssen wir größere Eindeutigkeiten schaffen. Es standen im Rahmen des Workshops, nicht gegenüber, aber es wurden eigentlich zwei grundsätzliche Konzepte vorgestellt. Zum einen halt die zentrale Datenhaltung, die zentrale Archivierung, wo ich auch nachträglich Herrn Hauser noch sehr dankbar bin, dass er endlich mal eine Zahl genannt hatte. Er nannte nämlich die Kosten von 40 Euro pro Terabyte und Monat. Zahlen kriegt man normalerweise nicht gesagt. Stand einem zweiten System gegenüber, was ich extrem spannend fand. Und zwar war dies LOGS, das wurde von den Kollegen aus der Humboldt-Universität vorgestellt, Herr Fromm und Herr Ostrowski stellten das Konzept einer Sicherung von Daten durch die Verteilung unter dieser Daten auf verschiedene Partner vor. LOGS ist ein System, das in den USA entwickelt worden ist und das im Gedanken verfolgt, dass man innerhalb der Institution die für sich greifbaren und für sich rechtlich nutzbaren Daten lokal speichert, insbesondere im Bereich der E-Publikationen, sich aber mit seiner Speicherung, mit seiner Logsbox, mit anderen Institutionen vernetzt, möglichst vielen Institutionen vernetzt und untereinander Informationen austauscht, welche E-Publikation an zum Beispiel in der Humboldt-Universität gespeichert wird. Sobald man eine kritische Menge von 7 Partnern hat, die identische Informationen speichern, hat man eine Sicherheit der Daten erreicht, dass im Falle des Crash bei einem Partner auf jeden Fall bei den anderen Partnern diese Informationen noch vorhanden sind. Im weiteren Verlauf wurde aber auch deutlich, dass dieses Konzept der Verteilung von so vielen Kopien wie möglich an Partner, dann bleibt schon was erhalten, seine Grenzen darin findet, wenn große Datenmengen verteilt werden. Sobald es also nicht um Katalog- und Metadaten, sondern um sehr aufwendige Digitalisate von Filmen geht, kommt man an seine Grenzen, wo einfach das Netzwerk, zumindest gegenwärtig, vielleicht ist ja in 5 Jahren das Netzwerk schneller, oder mit Sicherheit ist in 5 Jahren das Netzwerk schneller, die darüber austauschbaren, sicherbaren Daten dann transportiert und gesichert werden können. Momentan ist man bei der Grenze, ja, Größenordnung wurde nicht genannt, aber sobald es um Filme geht, geht leider das System in die Knie. Da wird sich möglicherweise was tun, aber muss man schauen. Also ich fand es ganz interessant und die Rückführung, letztendlich Quintessenz von allen, es gibt unterschiedliche Systeme, die für große Datenmengen, zentrale Sicherung oder zumindest eine organisierte Sicherung innerhalb des Hauses auf dem LOT-System möglich machen. Für kleinere Datenmengen ein verteiltes System. Beiden gemeinsam ist Kontext. Solange ich nicht möglichst standardisiert, normiert weiß, was ist da passiert, von wem ist was passiert, wie sind die Arbeitsprozesse gewesen, macht mir das Digitalisat kein alleine nur wenig Sinn, weil ich es dann nicht wieder in seine Bedeutung zurückbringen kann. Ja, vielen Dank. Die Möglichkeit für Fragen besteht in der Mittagspause. Da hat man den großen Vorteil, dass man während der Fragen auch was essen kann. Gibt es nun noch das Bedürfnis, eine Frage zu stellen, ohne dabei zu essen?
dann freue ich mich, dass wir uns pünktlich um 1:30 hier wieder treffen. Danke.